Hi Leute, hier ist wieder James aka Chris mit der kompletten Spieltagsanalyse des 7. Spieltages. Die ist vorbei. Wir starten die Länderspielpause, das heißt 11 Tage, 7 Stunden bis zum 8. Spieltag, der dann mit dem Spiel, weiß ich gar nicht, eröffnet wird. Hier ist es laut Anzeige Köln gegen Stuttgart. Das würde natürlich ein Spiel sein, das es in sich hat. Köln, also wie gesagt, mit 6 Niederlagen und nur einem Unentschieden gestartet gegen Stuttgart, die auch jetzt noch nicht so ganz ihren Platz gefunden haben in der Liga, aber deutlich besser gestartet sind als Köln. Also ein wichtiges Spiel. Wir gucken aber gleich nochmal auf die Aufstellung. Wir gucken erstmal auf die Elf des Spieltages. Jarmolenko, Oller und Terodde haben jeweils einmal getroffen und ein gutes Spiel gemacht. Goretzka hat getroffen. Sabitzer hat gestern herausragend noch gespielt, für mich dann die 10 Punkte geholt, die mir den Spieltag insgesamt gerettet haben. Klar, insgesamt muss man trotzdem sagen, keine Leipziger am Start gewesen, sozusagen, ohne Werner, nur mit Sabitzer, Thiago nur Kurzeinsatz. Hoffenheim hat eine schwere Niederlage hinnehmen müssen, da sind auch Minuspunkte bei rausgekommen, Opare unter die Räder gekommen, also alles in allem lief es nicht gut. Nichtsdestotrotz habe ich eine Veränderung vorgenommen. Ihr erinnert euch, Sokratis habe ich verkauft. Dann stand zur Debatte, Raphael oder vielleicht Zuber und Hübner zu verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich gegen Hübner und Zuber entschieden. Warum? Ich habe drei Hoffenheimer. Das war mir auf jeden Fall einer zu viel. Aber eine andere Variante hatte ich nicht. Ich hätte mich von Raphael trennen müssen. Ich glaube aber, und da hat mir auch der liebe Walter recht gegeben, ist wohl die falsche Variante. Erstens ist der Marktwert von Raphael deutlich höher anzusehen. Zudem ist da noch ja, Luft nach oben. Beziehungsweise ich denke mal, dass er deutlich die 120-Punkte-Marke knacken wird. Das hätte man bei Hübner auch erwarten dürfen. Ja, dafür habe ich aber jetzt auch einen Sokratis und gebe quasi 2 zu 1 auf. Das macht insoweit keinen Sinn, wenn man auf die letzte Saison geschaut hat. Da war nämlich ein Zuber mit 80 Punkten dabei und ein Hübner mit knapp über 100, also 100 und 80 Punkte circa. Dafür einen Raphael abzugeben, hätte man machen können. Aber ich glaube, am Ende fehlt mir dann die Durchschlagskraft und auch we zu wenig Tore. Ich glaube, es ist im Moment wichtig, auch Tore zu erzielen. Das merkt man immer, wenn du ein Tor erzielst, landest du meistens schon bei einer 2,5 plus das Tor. Das sind meistens im Schnitt dann 9 Tore für einen Stürmer, 9 Punkte für einen Stürmer. Und ich denke mal, dass selbst wenn Raphael nie gut oder nicht gut gespielt hat, er auch nicht bei einer 5 ist, weil er einfach zu viel dann vom Spiel mit hat und viele Ballkontakte hat und dann im schlimmsten Fall mit einer minus 2 abgestraft wurde bisher. Nichtsdestotrotz ist das natürlich trotzdem eine schwere Entscheidung, weil ich wollte eigentlich gerne mit Hübner und Sokratis aus der Abwehr heraus spielen. Das hätte mir echt gut getan, glaube ich, aber ich konnte es nicht anders finanzieren und die Trennung von Zuber wiegt jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, ich verliere dadurch ja, gute 8 Punkte pro Spieltag. Wenn es gut lief und jetzt wie letzte Woche waren es dann 0 Punkte, weil dann auch Baumann zusätzlich immer mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Erstens kriege ich eine schlechte Note für den Verteidiger, der viele Tore zulässt. Hübner war das in der Regel dann meistens nicht, aber der geht dann aber auch dann nicht positiv aus der Sache hervor. Das heißt, wenn ich gegen Freiburg verliere, ich kriege 3 Gegentore, ist erstens der Torwart betroffen, wenn du den dann hast von Hoffenheim, plus die Verteidiger sehen nicht gut aus, plus der Mittelfeldspieler, der sowieso nicht mit sonderbaren Aktionen bisher hervorstechen konnte, ist auch betroffen. Also eine Dreifachbelastung, die ich mir jetzt so spare, so bin ich nur mit Baumann unterwegs. Wie gesagt, es ist nicht die perfekteste Lösung, aber die einzigst finanzielle Möglichkeit gewesen, oder Raphael abzugeben. Ja, wie gesagt, da habe ich jetzt schon alles zugesagt. Raphael kommt für mich dann halt nicht in Frage. So, wir würden in der Länderspielpause also mit dieser Mannschaft spielen. Ich hätte auch über Thiago nachdenken können, aber wie gesagt, ich brauchte einen Bayern und es ist für 7 Millionen kein anderer zu haben, der die Möglichkeit hat, zumindest auch mal mehr als 2 Punkte zu machen. Das muss Thiago jetzt langsam dann auch mal abliefern. Das Problem ist, dass der letzte oder vor 2 Wochen verletzt war, Schambein, dann das PSG-Spiel komplett machen musste, jetzt wieder über 70 Minuten zuschauen musste und wird dann beim 2-2 reingeworfen. Ja, liebe Leute, mehr Pech kannst du ja dann auch einfach nicht haben.
dann, was soll dann ein Spieler dann machen, ne? Berlin haben es dann noch gut verteidigt, also das ist alles in allem sehr, sehr ungünstig. So, Opare auf lange Sicht, wie gesagt, steht jetzt bei mir, glaube ich, 0 Punkte insgesamt. Also ich habe, glaube ich, 2x 3,5 mit dem bekommen und jetzt einmal eine 5, das heißt also 0 Punkte quasi für mich. Hasebe hat auch nicht gespielt, Clemens spielt ohnehin nicht, Werner ist auch außen vor. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich kann Timo Werner nicht verkaufen. Einfach aus dem Grund, ich brauche für 5 Jahre einen Spieler, den ich dauerhaft mitnehme, der über 10 Millionen Marktwert hat. Klar, der könnte noch nach Real wechseln oder irgendwer anders, Barcelona etc., wenn die dann auch den Geldbeutel aufmachen. Dann kannst du solche Spieler nicht halten, aber das kann dir dann auch mit einem Aubameyang und einem Lewandowski passieren. Deswegen, grundsätzlich muss ich auf solche Spieler bauen, dass der jetzt wieder so eine schwere Verletzung hat. Ja gut, also wie gesagt, das ist wirklich verhext und verflucht. Ich glaube, keiner meiner Mitspieler hat solch ein Verletzungspech, der Leistungsträger. Und auch von Rotationen sind die im Gegensatz zu mir jetzt nicht so wirklich betroffen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt mit Sokrates ein bisschen Stabilität reinkriegen. Der ist auf jeden Fall gesetzt. Klar kann sich der Spieler jetzt auch wieder verletzen. Bei unserem Glück könnte das auch gut sein. Aber ich denke mal, Sokrates ist eine Säule und ich hoffe, dass wir dann auch aus der Verteidigung ein bisschen Energie und Kraft schöpfen. Wir müssen dann wieder Friedrich oder Clemens dann aussondieren und dann gucken, dass wir noch Ersatz reinkriegen. Das ist im Moment dann mit 200.000 natürlich nicht so einfach. Gucken, ob wir vielleicht trotzdem noch einen Euro machen können in der Länderspielpause. Auszuschließen ist da, denke ich mal, nichts. Aber wie man sieht, sind die Werte auch jetzt eher noch nicht so am Steigen. Ja, McKennie überzeugt mich nicht, da drauf zu bieten. Das sind nur 50.000 Differenz und der Wert kann noch deutlich nach unten justiert werden, weil der einfach auch von den neuen Notensystemen noch nicht so ja gut hervorgetreten ist. Ja, Piszczek ist zu teuer. Die 5 Millionen kann man auch anders investieren. Ist natürlich jetzt, ich glaube, 33 oder 32 Jahre. Muss man gucken, ob der jetzt auf der Basis noch durchspielen kann. Das hat er ja eigentlich in den letzten Jahren nie geschafft, wenn man sich mal die Punkte anguckt. 100 wäre ein gutes Ergebnis für ihn. Im Moment spielt er deutlich über 100 Punkte pro Spiel, also pro Saison. Und muss man abwarten, ob der das halten kann. Ja, Latzer, sehr interessante Personalie. Ist immer mal auch für ein Türchen gut, aber auch wieder angeschlagen. Ich weiß auch nicht, ist auch leider nicht finanzierbar im Moment. Und Rekik ist gar nicht so schlecht, also habe ich in den Spielen eigentlich immer überzeugt. 18 Punkte ist jetzt auch nicht die Welt, aber man muss ja auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Gegen Bayern war auf jeden Fall gut und da könnte man vielleicht sogar mit dem Euro rechnen, aber zu viel Risiko dürfen wir jetzt auch nicht gehen. Nur das muss man natürlich dann auch realistisch einschätzen. Das kann morgen dann schon wieder anders sein. Ansonsten, ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier drauf biete und vielleicht hoffe, dass der noch deutlicher nach oben geht und dass die 6 Punkte mich da nicht abstrafen würden. So, dann denke ich mal, ist das durch. Wir sind in der Tabelle auf Platz 4 gerutscht. Klar, also wir haben 50 Punkte Rückstand im Moment auf den ersten, also 52, um genau zu sein. Aber wir sind auch von viel, viel Pech gesegnet im Moment. Alle Leistungsträger spielen nicht oder wenn sie spielen, dann nur ganz kurz. Und ja, ein Sabitzer hat mich dann letztlich dann mit 10 Punkten noch gerettet. Der Rest. Ja, bei den anderen läuft es. Die hatten eigentlich auch kein gutes Wochenende, muss man einfach auch sagen. Aber dann trifft dann halt ein Hummels und rettet dann die Leute wieder. Naldo holt auch wieder 6 Punkte rausgeholt bei einem 1-1. Also, das ist dann halt wieder die Sache. Ne? Dann sind 20 Punkte nur diese beiden. Und das macht dann den ganzen Spieltag aus. Und Medojovic kriegt auch noch 4 Punkte. Das war schon der Lucky Punch. Und hier war das Gleiche auch in Grün. Da hat dann Ginter getroffen. Das sind 13 Punkte ohne den. Und Söyüncü auch noch, also zwei Tore aus der Abwehr. Ja gut, mehr Glück kannst du dann einfach auch nicht buchen und pachten. Also das ist dann mehr Glück als Verstand. Und das zieht sich dann auch bei allen Mannschaften so durch. Überall sind dann diese Spieler, die dann mal treffen. Kagawa 10 Punkte geholt. Und was war das noch? Genau hier, Hazard hat auch das Elfmeter-Tor gemacht. Und ja, Horn hat eine gute Partie gemacht. Also hier ist eher nicht so das Innenverteidiger-Türchen-Glück. Aber ja. Da spielen dann halt auch die Leute, die, wo man auch mal sagen könnte, warum spielt dann ein Kagawa und nicht ein Castro von Beginn an und und. Also, es ist noch ein bisschen unglücklich im Moment. Das Blatt kann sich natürlich wenden. Hätten diese Spieler alle nicht getroffen,
wäre unser Spieltag gar nicht so schlecht gewesen. Hätte man dann noch oben drauf gerechnet, dass ein Thiago mal von Beginn an spielt, vielleicht auch mal eine Torbeteiligung hat und dass ein Werner doch spielen kann, hätten wir den Spieltag gewinnen können. So reicht es natürlich hin und vorne nicht aus. Beim Tippen weiß ich gar nicht, wo wir da gelandet sind. Letzten Endes sind wir noch Erster mit 2 Punkten Vorsprung. Aber da kann ich auch nicht so zufrieden sein. Letzte oder diese Woche war nicht perfekt. Da war aber ganz haarscharf vorbei. Da wurde ich auch nochmal in den Kommentaren ein bisschen kritisiert. Ja, wenn du schon sagst, tendenziell unentschieden, warum tippst du es nicht dann? Das ist immer so ein Wabangspiel. Gehe ich jetzt auf das Unentschieden und laufe damit Gefahr, gar nichts zu sehen? Oder tippe ich lieber auf Sieg oder Niederlage und kann dann wahrscheinlich noch eine Tendenz mitnehmen, weil die Tendenz hast du ja dann beim Unentschieden hast du das nicht. Da kriegst du entweder einen oder 3 Punkte. Hier kriegst du, wenn du aber auf richtiges Ergebnis tippst, kriegst du ja entweder 3 oder Tendenz 2 oder gerade mal richtig einen. Also dann nimmst du dir quasi 2 Punkte weg, die du durch eine Tendenz haben kannst. Die fällt dann komplett weg, wenn du auf Unentschieden tippst. Und ja, das. Darum tippt man so ungern unentschieden, ich vielmehr. Aber wir hatten schon einige Tipps, die auf unentschieden richtig waren. Deswegen, ja, werden wir dann mal schauen. Also wir haben jetzt einige Tage Zeit. Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, jeden Tag jetzt ein Video zu machen. Erstens habe ich kein Geld, was ich reinvestieren könnte. Man muss natürlich abwarten, was jetzt mit Werner passiert. Diese Halswirbelgeschichte muss man auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehmen. Da weiß ich auch nicht, wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch die Länderspiele Zeit zu gucken, wie spielen denn die anderen, welche Spieler von uns sind unterwegs und wer verletzt sich. Und ja, man kann auf jeden Fall dann solche Spieler dann auch mal getrost auf den Transfermarkt setzen und schauen, dass die dann heil aus der Sache rauskommen. Also vor allem dann hier die teureren Spieler, sag ich mal, Thiago, die auf jeden Fall dann zur Länderspielpause fahren. Ja, das sind dann halt auch, ist kein Raphael, aber ein Sabitzer könnte sich auch verletzen, der kommt auch immer mal angeschlagen wieder. Und ja, die kann man da jetzt einfach mal auf den Markt setzen. Ja, wieso kann man denn jetzt hier, also muss man das immer mit dem Häkchen, okay. So, die setzen wir einfach mal drauf und gucken dann die Woche, was so passiert. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und ja, ansonsten weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob es jetzt jeden Tag ein Video sein muss. Ich denke eher nicht. Aber ich guck mal. Also, wenn es was Wichtiges zu vermelden gibt, dann werde ich auf jeden Fall eins machen. Ansonsten. Seid ihr ja Follower und werdet es eh sehen, wenn da irgendwas online gestellt wird. In diesem Sinne, danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein weitaus erfolgreiches Wochenende als ich und ich bin dann erstmal raus und ich gucke mal, ob es dann morgen für ein Video reicht. Vielleicht können wir auch ganz normal auf die News eingehen. Was ist mit Ancelotti? Welche Auswirkungen hat der mögliche Tuchel-Transfer der Bayern? Muss man mal gucken. Also, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall dann eine schöne Woche und wir sehen uns dann die Tage wieder. Haut rein, euer James. Bye bye und tschüss, Reno.